An einem Tag Ende Mai ruft der Vorstand der Waldnachbarschaft in Bladersbach die Mitglieder mit einem Hornsignal zu der gemeinschaftlichen Arbeit im Lohwald zusammen. Das zum Lohschälen geeignete Niederwaldstück ist ein Eichenstockwald. Der unbrauchbare Aufwuchs ist im Winter zur Brennholzgewinnung von der Nachbarschaft herausgeschlagen worden. Die im Film gezeigten, gemeinschaftlich ausgeführten Arbeiten der Waldnachbarschaft stellen eine Rekonstruktion aufgrund der älteren Statuten dar. Das zum Schälen der Eichenstangen nötige Werkzeug, wie Stängelsmetz und Lohschälmesser mit Ritzer und Lohlöffel, sowie Lohhammer und Beil bringen die Männer zur Arbeit mit. Mit der Klinge des Lohschälmessers schlitzt der Mann die Rinde des Baumes von unten nach oben der Länge nach auf. Mit dem am anderen Stielende befestigten runden, löffelförmigen Arbeitsteil, dem sogenannten Lohlöffel, fährt er zwischen den Stamm und die Rinde. Die in der Eichenrinde enthaltenen Gerbsäuren bewirken die Umwandlung tierischer Häute in Leder. Der mit Eichenrinde durchgeführte Gerbprozess wird Rot- oder Lohgerberei genannt. Die beste Lohe erhält man aus der silbrigen Rinde junger Eichenstangen. Die borkige Rinde am Unterteil der Stämme ist von geringerer Qualität. Sind die unteren Enden der Bäume bis in erreichbare Höhe geschält, fällen die Männer die Eichenstangen. Durch einen besonderen Schnitt beim Fällen der Stämme erreicht man, dass Stamm und Stumpf der Lohschälstangen durch einen Splint verbunden bleiben. Mit Hilfe zweier Astgabeln bocken die Waldnachbarn sodann den Stamm auf. Den liegenden Stamm können die Männer jetzt problemlos in voller Länge schälen. Die Waldnachbarn trockneten dann die geschälte Eichenrinde auf einem an Ort und Stelle errichteten Gerüst, für dessen Aufbau man ebenfalls geschlagene Lohstangen nutzte. Die Gerüststangen dieser sogenannten Ricke werden mit frischen Birkenzweigen verbunden. Die Splinte halten die Querstangen des Gerüsts. Um die Lohe möglichst gleichmäßig zu trocknen, müssen Wind und Luftzug ungehindert an die Lohe herankommen. Die Rindenstücke schichtet man schindelartig übereinander. Da eindringende Feuchtigkeit zum Verschimmeln und Auslaugen der Lohe führt, kürzen die Männer die Rindenstücke, um so stauender Nässe am Boden vorzubeugen. Die Lohe trocknete je nach Witterung 5 bis 10 Tage. Die Waldnachbarn fassen die getrockneten Rindenstücke zu etwa 50 Pfund schweren Bürden zusammen und binden sie, wiederum mit Birkenzweigen, an den beiden äußeren Enden und in der Mitte des Bündels zusammen. Den Preis für die Lohe setzten die Gerber fest. Sie bezahlten nur einen Teil der Lohe mit Geld, den Rest in Naturalien. Für einen Zentner Lohe erhielten die Bladersbacher dann 2 Pfund Sohlleder oder ein 1/2 Pfund Oberleder.